Und damit herzlich willkommen hier zur nächsten Folge der AC Milan Karriere heute an diesem Dienstag. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergisst den Kanal nicht zu abonnieren. Wir sind bereits am 25. November angelangt und werden heute in dieser Folge die Partie gegen Atletico Madrid und gegen die Roma in diese Folge packen. Wir starten allerdings als erstes mit einer Pressekonferenz. Un saluto a tutti i presenti. Possiamo cominciare con le domande, grazie. Rebic war zuletzt gut drauf, wird er heute nicht spielen? Rotation ist wichtig. Jeder Spieler möchte natürlich spielen. Ich muss den kompletten Kader im Blick behalten. Wenn Rebic seinen Anspruch auf einen Startplatz untermauern will, muss er seine Chancen nutzen. Im letzten Spiel gegen Atletico Madrid haben sie nach einem wahren Krimi mit 2 zu 3 verloren. Holen sie diesmal den Sieg? Wir werden diesen Fehler nicht mehr machen. Wir haben aus dem letzten Duell gelernt, heute sind wir auf der Hut. Toni, könnte Atletico Madrid gegen ihre Mannschaft gewinnen? Im letzten Part habe ich, unser Spiel ist noch nicht perfekt, aber und hier werde ich es genauso machen. Eine Niederlage ist immer denkbar. Vielen Dank, bitte keine weiteren Fragen. Genau das war die Pressekonferenz. Jetzt geht es gegen Atletico Madrid. Ich werde es komplett zeigen und damit geht es rein in die Partie. Und damit herzlich willkommen zum 15. Spiel in dieser Champions League Saison. Wir treffen auf Atletico Madrid. Eine sehr schwierige Aufgabe. Das Hinspiel haben wir leider in Madrid im Wanda Metropolitano verloren. In der Schlussphase haben wir noch das Gegentor kassiert. Heute soll es nicht passieren. Mit dieser Aufstellung gehe ich in das Spiel gegen Atletico mit Navas im Tor, Yave Emerson, Romagnoli, Kjær und Calabria, das Mittelfeld Xhaka, Bennacer, Kessié, Salemakers und Chiesa und vorne Olivier Giroud. Und die Aufstellung von Atletico Madrid wird auch gleich gezeigt. Ihr habt es gesehen im Menü. Ich hoffe, ich werde diese Partie hier gewinnen und das Achtelfinal-Ticket buchen. Mit einem Sieg heute gegen Atletico könnten wir auch Gruppensieger werden. Allerdings gegen Atletico wird es nicht einfach. Ohne, doch mit Luis Suarez. Ich habe ihn im ersten Moment nicht gesehen. So viel ist es auf der Bank. So geht es Atletico an. Mit Gosens wieder von Beginn an. Oblak, Lodi, Jimenez, Felipe. Und Trip hier, Sau Herrera, Koke, Lorente und eben Luis Suarez. Und damit startet das Spiel hier. Der fünfte Spieltag ist eröffnet. Wir wollen hier erstmal für Sicherheit sorgen. Nach der Niederlage im ersten Spiel in dieser Champions League Saison mal sehen, ob es in diesem Part besser läuft als im ersten Spiel. Chaka. Romagnoli und Emerson. Bennacer. Kessié. Calabria. Salemakers. Erneut Calabria. Gutes Spiel jetzt von meinem Team. Allerdings müssen wir jetzt auch einmal vor das Tor kommen, aber ich möchte hier Atletico nicht an den Ball kommen lassen, deswegen spiele ich hier erstmal gut. Bennacer, Giroud und Atletico jetzt nur den Ballbesitz. Lodi. Stark von Kessié,
Einwurf für Atletico. Was für ein Fehler. Kessier schnappt sich den Ball. Das ist jetzt ein Geschenk. Frank Yannick Kessier 1-0 AC Milan. Was war das für ein Geschenk von Renan Lodi? Und damit führen wir hier im 5. Spiel der Champions League mit 1-0. Weil wir effizient sind. Das war die erste Chance und das erste Tor. Und auch das erste Tor für Frank-Yannick Kessié in dieser Saison. Milan in Goal! Con il numero 79, Frank Kessié! Der Ball ist wieder bei uns in der Hälfte. Und spielen den Ball wieder gut. Romagnoli, Benacer und Granit Xhaka. Xhaka zieht ab, Oblak ist da. Ecke getreten von Salemakers auf den Kopf von Kessié. Allerdings ist der Ball jetzt geklärt. Romagnoli. Xhaka. Emerson. Romagnoli. Yeah. Der Ball läuft jetzt sehr gut. Calabria. Salimakers, Benacer, Einwurf, Milan, sehr schön, wir spielen jetzt hier schon mal richtig stark, Salimakers, in Richtung Giroud, allerdings ist Oblak da, und kann den Ball aufnehmen. Llorente gegen Emerson. Emerson kann sich den Ball nicht schnappen. Jetzt dafür Romagnoli. Kier. Calabria. Es ist gleiche Halbzeit. Wir führen mit 1-0. Wir machen es bislang richtig gut. Atletico kommt noch zu keinem Schuss hier. Wir drängen Atletico richtig in die eigene Hälfte. Das, was sie im ersten Spiel gemacht haben, das machen wir in diesem Part. Emerson hilft mit. Hier und Calabria. Jetzt ist Halbzeit. Atletico gegen Milan. 1-0 für den AC Milan. Wir machen es richtig gut. Dank diesem Mann hier, Frank-Yannick Kessié. Der Torschütze, wie wird der zweite Durchgang? Wir gehen direkt rein, ohne Veränderung. Liverpool führt gegen Olympiakos. Und damit geht es rein in den zweiten Durchgang hier gegen Atletico. Sehr gutes Spiel bis jetzt von meinem Team. Das auch hier jetzt im zweiten Durchgang die Nase vorn haben möchte. Llorente. Abseits stark von Emerson. Unser nächster Auftritt ist gegen die AS aus Roma. Oh, da kommt der Ball durch. Und Gosens muss diesen Ball machen. Abseits war sie. Sehr schön. Xhaka.
Chiesa. Giroud. Oblak ist da. Emerson. Hat da sehr viel Platz. Chiesa. Der Kopf von Xhaka. Und Abstoß. Und ich werde jetzt auf die Bank zugreifen und einen Wechsel vornehmen. Veloso kommt für Benacer neu in die Partie. Benacer eine sehr gute Partie gemacht. Jetzt wird er ausgewechselt. Ismael Benacer, Miguel Veloso neu in der Partie. Und es gibt ein Pfeifkonzert von den Anhängern. Atletico wird auf den FC Liverpool treffen. Wir spielen gegen Olympiakos. Herrera, oh, Llorente. Emerson ist da und bereinigt diese Situation. Freistoß jetzt für Milan. Romagnoli. Kessi und Calabria. Salinikas. Salinikas. Giroud. Oblak ist da. Und ich werde jetzt nochmal auf die Bank zugreifen und einen nächsten Mann bringen. Und zwar bringe ich Brahim für Chiesa. Genau, und Ibra für Giroud. Er soll für die Entscheidung sorgen. Giroud. Heute nicht erfolgreich gewesen. Sehr unauffällig. Jetzt der Wechsel Ibrahimovic neu in der Partie und auch da nochmal das Tor von Kessié, sehr schön. Nochmal der Versuch von Veloso hier und wer ist neu in der Partie auch noch? Brahim Diaz, genau. Brahim Diaz habe ich auch noch eingewechselt, er soll auch für Sicherheit sorgen. Da am Ball Brahim. Ibrahimovic. 2-0, das ist die Entscheidung. Für das habe ich ihn eingewechselt. Und Ibrahimovic macht das 2-0. Genau für das habe ich ihn eingewechselt, den Ibra. Starkes Tor von Ibrahimovic. So kann es gerne weitergehen hier. In der 75. Minute Ibrahimovic mit dem Treffer. Ganz stark. Sehr wichtig hier. Das ist die Entscheidung und höchstwahrscheinlich auch der Gruppensieg. Fragezeichen. Wir müssen auch erstmal gegen Olympiakos gewinnen. Suarez. Na, was ist da? In Richtung Salemakers. Seitenwechsel. Nicht erfolgreich. Saul. Der bei Chelsea unter Vertrag steht. Koke. Stark. Ibrahimovic, kein Abseits. Und
Schlau von Ibrahimovic, leider in der Verarbeitung nicht effektiv genug. Trotzdem weitermachen. Rahim. Sieht ab, ob Oblak ist wieder da. Das Hinspiel geht an Atletico, das Rückspiel an den AC Milan. Keine Chance für Atletico hier. Und so endet die Partie. Verdient mit einem Sieg für den AC Milan. 2:0 bezwingen wir Atletico. Jetzt geht es gegen die Roma wieder in der Liga ran. Und das werde ich spielen und euch die Highlights zeigen. So werde ich in das zweite und damit letzte Spiel in dieser Folge gehen. Ich werde mit meinem Jahr starten. Emerson, Kier, Bastoni, Dalot, das Abwehrbollwerk, das Mittelfeld, Maite, Tolisso und Tonali und vorne Rebic, Cavani und Chiesa. Feierabend! Am Ende gewinnen wir gegen den AS Rom, FC Roma mit 5:0 dank 3 Toren von Cornetto Tolisso. Es war heute sein Spiel. Er bekommt den Ball, darf ihn mit nach Hause nehmen. Und bei Roma, da hat er das an mangelnde Verteidigung. Wir schauen uns die Tore an. Im 30. eröffnet Cornetto Tolisso das Spiel mit diesem Pass von Rebic. Davor Cavani auf Rebic und dann ist es Cornetto Tolisso, der den Ball nur noch ins Tor einschieben muss. Dann in der 35. Minute, wenig später, ein schönes Tor von Cornetto Tolisso, das 2:0. Da hatte Antonio Mirante überhaupt keine Chance. Und Milan geht mit 2:0 in Führung. Sehr schön ins Eck. Überhaupt keine Chance, der war zu präzise. 2:0. In der 40. dann erneut Cornetto Tolisso und Smalling ist da unkonzentriert gewesen. Tolisso netzt das dritte Mal ein. Und ihm ist es nie gelungen. Innerhalb 10 Minuten 3 Tore. Das war sein bestes Spiel seines Lebens. Das wird er nicht so schnell vergessen. Cornetto Tolisso. Und dann in der 45. Minute dann noch Cavani mit dem 5:0. Tolisso war da auf dem Weg zum vierten Treffer. Aber dann köpft es Cavani 4:0. Und dann in der 90. nochmal Brahim Diaz. Schaut euch dieses Spielzug an. Über 3 Stationen zum Tor. Das ist richtig effektiv und richtig schön anzusehen, diesen mailändischen Fußball. Wunderbar, 5:0. Damit kann man beruhigt in den sehr schwierigen Monat Dezember gehen. Inter gewinnt 3:0, Neapoli gewinnt 2:1 gegen Monza. Also sehr gut. Wir haben jetzt schon 10 Punkte Vorsprung auf Inter. Sehr schön. Und damit ist der November auch vorbei. Im Dezember werden wir dann gegen Genua, gegen Olympiakos spielen und sowie gegen Bergamo und Napoli. Darauf werde ich mich freuen. Darauf könnt ihr euch auch freuen. Und damit, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Monatlichen Scouting-Update. Monatliches, da schauen wir uns das mal an. Und Emanuele Conti, der schaut gar nicht mal so schlecht aus. Ansonsten noch Vitale. Den verpflichten wir auch. Und der Rest, vielleicht noch Rosario Lombardi, aber der Rest kann abgestoßen werden. Weg mit diesen Spielern. Jawohl. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part gegen den FC Genoa. Haut rein, macht es gut und bis Donnerstag. Ciao.